Hallo. Ja, heute habe ich etwas, was diese Kamera unterstützen wird. Dieses große Päckchen und diese tote Fliege da unten, die ist nur Zusatz. Und zwar habe ich mir endlich ein gescheites Stativ, in Anführungsstrichen gescheit, das ist ein Anfänger-Stativ von Hama, geholt und das ist in dieser Box drin und das werden wir jetzt gleich auspacken. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Ich muss erstmal auf der Couch mich ausruhen, bevor ich das angehen konnte und dann schauen wir mal. Ich habe mir dieses schöne Stück ausgesucht. Das ist ein Hama Star 63 Dreibeinstativ. Dreibeinstativ, oh mein Gott. Ja, das kann man auch zum Fotografieren nehmen. Es gibt natürlich extra Videostative, aber jetzt mal ganz ehrlich, bei dem Format an Videos, was ich mache, brauche ich eigentlich nur eins, was starr dasteht, 90% der Zeit. Und deswegen habe ich gesagt, ich nehme das. Das hat jetzt, ich glaube, unter 30 € gekostet. Ist maximal auf 1,66 m auszuziehen. Was natürlich perfekt ist, ich bin 1,60 m, das heißt, ich kann mir das auf jeden Fall auf Körpergröße einstellen, wie ich möchte. Und ich kann damit natürlich auch Fotos machen, falls ich das machen möchte. Oder warten, bis hier die ganzen Motorradfahrer vorbei sind. Das fand ich halt ganz cool. Ich hätte gerne eins gehabt, wo man wirklich auch noch, dass die Kamera so einspannen kann, dass sie nach unten filmen kann. Aber das war mir ehrlich gesagt zu teuer und ich habe noch eine größere Speicherkarte gebraucht. Habe mir jetzt eine 64 GB Speicherkarte noch geholt, damit ich besser aufnehmen kann. Mit seiner 64 GB und einer 32 GB Speicherkarte und das sollte mir dann auch mal genügen. Und ja, ich packe das hier mal aus, das gute Stück. So sieht das gute Stück aus. Da fehlt jetzt natürlich oben drauf die Kamera, die habe ich ja in den Händen. Und ja, also ich freue mich sehr, so ein Stativ zu haben. Ich hoffe, ich komme damit zurecht. Ich habe jetzt sogar nur ein Teil von den Teleskopstangen ausgezogen. Also ihr habt hier so einen Klappmechanismus, das klappt ihr auf, dann könnt ihr das entweder rein- oder rausschieben. Und das gibt es halt zweimal zum Verlängern. Dann habt ihr hier unten auch die Möglichkeit, ein Gewicht dran zu hängen, wenn ihr jetzt draußen im Freien seid. Das Ganze hat so eine Art Klappmechanismus, das heißt, man hebt es dann theoretisch nur hoch. Und das faltet sich zusammen. Hier ist sowas zum Feststellen, damit das nicht automatisch die ganze Zeit passiert. Auf der Box steht schon mal 3D. Das heißt, es geht in drei Richtungen quasi, das Ganze zu lenken. Was ich gut finde, ist, hier oben ist eine kleine Wasserwaage drin. Hier unten ist die Libelle. Das heißt, damit man auch weiß, dass auch ja das gerade ausgerichtet ist, so wie man es möchte und dass man nicht später ein scheppes Bild hat. Man hat hier eine Kurbel zum Upsala. Das ist halt aus der Perspektive schwierig, dieses Ding hier hoch und runter zu schrauben. Also wie gesagt, ich könnte das hier noch ein bisschen größer machen. Das ist jetzt die ideale Höhe eigentlich, um im Sitzen zu filmen. Ich sitze gerade auf der Couch und werde das auch gleich mal ein bisschen testen. Mir war halt wichtig, dass meine Kamera mit dem Objektiv und so weiter da drauf passt und nicht runterfällt. Soweit ich weiß, ist das auch eine Auswechselplatte, eine Schnellauswechselplatte. Das heißt, das schraubt man einfach da drauf in die Kamera und man kann die Kamera abmachen und in die Kameratasche packen. Das habe ich mir auch vor kurzem bestellt. Da habe ich echt lange drauf gewartet. Eine Kameratasche für unterwegs. Und ja, das Ganze kam hier übrigens in so einem wunderschönen Hammer Sackens-Dingens, was man dann einfach benutzen kann, um das zu transportieren. Hier kann man vielleicht noch sehen, dass es für 4 Kilo Maximallast ausgelegt ist. Hier oben das Ding. Ich meine, ich hätte mir jetzt gern so ein Kugel Gelenk für hier oben geholt oder sowas, um einfach, wenn ich Fotos mache, ein bisschen, ja, sanfter das Ganze gestalten kann. Aber ich meine, jetzt für Videoaufnahmen reicht das. Wie gesagt, das kostet nicht viel, das ist 20, 30 €. Dazu habe ich mir halt noch eine größere Speicherkarte dann gleich mitgenommen.
Ja, das Einzige, was ich mir noch holen müsste, wäre noch einen gescheiten Akku, der länger hält als mein Ersatzakku. Der ist nämlich furchtbar, der ist nach kurzer Zeit immer leer. Und ja, das habe ich jetzt so in letzter Zeit angeschafft. Und ich freue mich einfach. Ich wollte euch das mal zeigen. Falls ihr Erfahrungen irgendwie damit habt, natürlich gerne ab in die Kommentare. Ich bin jetzt nicht so bewandert damit, aber ich bin froh, dass ich was habe, was stabil ist. So kann ich euch auch mal meine Kinder wegen Sitze und was weiß nicht, nicht alles zeigen. Und ja, bis die Tage. Ciao.